Hallo, lieber Steinbock, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den Januar 2024. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Dankeschön fürs Zuschalten, aber lieber Steinbock, ich wünsche dir erst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr 2024. Ich hoffe, dass du wunderschöne Feiertage hattest und dass du ebenfalls auch sehr, sehr gut in das neue Jahr hineingekommen bist. Lieber Steinbock, solltest du jetzt bei mir ganz, ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. So, erstmal stelle ich dir das Kartendeck vor, was du vor dir siehst, lieber Steinbock. Zu Beginn verwende ich für dich, das ist das Murat-Tarot. Und ich verwende ebenfalls auch noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, lieber Steinbock, starten wir und zwar mit deiner Legung für den Monat Januar. Und schau mal, was im Januar alles auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich jetzt im Monat Januar. Denk bitte daran, das hier ist ein ganz, ganz allgemeines Orakel. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen, okay? So, Steinbock. Jetzt schauen wir doch mal. Okay. Steinbock, Sonne, Mond, Aszendent Venus. Was bringt jetzt der Januar dem Kollektiv der Steinböcke? An all die Steinböcke, die jetzt im Januar Geburtstag haben, ich wünsche euch alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, dass ihr sehr schön feiern werdet. Okay. Steinbock, Sonne, Mond, Aszendent Venus. Was bringt jetzt dieser Monat Januar dem Steinbock? Steinbock. Steinbock Januar, bitte weitere Einsichten für die Steinböcker. Was bringt jetzt dieser Januar dem Steinbock? Okay. Bitte weitere Einsichten für die Steinböcker. Bitte weitere Einsichten für die Steinböcke jetzt im Januar. Steinbock. Noch zwei Karten bitte, hätte ich ganz gerne. Für die Steinböcke im Januar. Noch eine Karte. Okay, so lieber Steinbock, das Ganze lege ich dir erst einmal ordentlich in die Kamera und dann starten wir mit deiner Legung für den Monat Januar. So, warte mal, das Ganze noch ein wenig gerade. Also, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, lieber Steinbock, was ich bei dir fühle. Ich habe das Gefühl, dass du jetzt im Januar sehr, sehr viel Zeit zur Ruhe brauchst. Ja, also das ist auf jeden Fall das Gefühl, was ich habe, weil ich spüre bei dir, wenn ich in dich hineinfühle, dann auf jeden Fall eine gewisse Erschöpfung. Ne? Also ebenfalls vielleicht auch ein gestresst sein, aber man muss ein bisschen zur Ruhe kommen, man muss ein bisschen besser auf sich achten. Also ich denke, dass das jetzt im Januar wirklich ganz wichtig wird für dich. Ne? Oder jetzt hier zumindest für dich mit dieser Legung, wenn du damit in Resonanz gehst, okay? So, jetzt würde ich sagen, legen wir los mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man sagen, das ist jetzt für dich im Januar die Hauptenergie, darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Aber wie dem auch sei, lieber Steinbock, diese Karte hier drunter enthält für dich auf jeden Fall wichtige Hinweise. Wir schauen uns die mal an. Da haben wir jetzt hier für dich die 10 der Münzen. Okay, bei den 10 der Münzen grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Energie. Ja? Es geht hier wirklich um Wohlstand, es geht um Reichtum. Es geht um Sicherheit, Stabilität und dass man ebenfalls auch ein sehr, sehr stabiles Fundament sich aufgebaut hat. Oder aber es geht hier wirklich um langfristige Erfolge und langfristige Ziele, ne, was jetzt für dich im Januar durchaus sehr, sehr wichtig werden kann. Deine langfristigen Ziele.
ja, etwas, woran du arbeitest, etwas, was du kreieren möchtest, etwas, was du erschaffen möchtest, ne? Wo ebenfalls aber auch ein langer Atem, so bekomme ich das rein, langer Atem und ebenfalls auch Geduld erforderlich ist, ja? Aber die 10 der Münzen stehen ebenfalls natürlich auch für deine Finanzen. Kann jetzt auch bedeuten, dass du jetzt finanziell im Januar sehr, sehr gut aufgestellt bist. Des Weiteren steht die 10 der Münzen auch für die Familie, für das Zuhause, aber auch für Erbschaften und ein Vermächtnis sozusagen. Wir müssen mal gucken, wie es sich entwickelt. Da haben wir jetzt drunter für dich die Königin der Schwerter. Okay, die Königin der Schwerter, es kann sein, dass du es ja mit einem Luftzeichen zu tun hast. Also Wassermann, Zwillinge, Waage, Sonne, Mond, Aszendent. Vielleicht bist du aber auch Aszendent Waage oder hast Mond im Zwilling. Das ist ja durchaus möglich, kann jetzt hier der Fall sein. Aber die Königin der Schwerter, das ist hier eine Frau oder Mann, je nachdem. Geschlechter bitte ein bisschen neutral betrachten. Das ist eine Person, die weiß ganz genau, was sie will. Die ist kristallklar fokussiert auf das, was sie möchte. Und sie sagt zu allem Nein, was ihr in gewisser Weise schadet. Ja? Also kann es vielleicht auch bedeuten, lieber Steinbock, dass du jetzt für dich einstehen sollst oder etwas, ja, dass du Grenzen ziehen darfst, auch mal Nein sagen darfst, authentisch sein darfst, wenn es um das Thema Beruf geht, im beruflichen Bereich, finanziellen Bereich, aber auch in der Familie. Es kann bedeuten, dass es hier bei dir um familiäre Angelegenheiten gehen kann, wo du aufgefordert bist, für dich selber einzustehen. Und Nein zu sagen zu negativen Energien. Ja, das ist das Gefühl, was ich jetzt hier durchaus habe. Des Weiteren kann es hier natürlich auch um ein Gegenüber gehen. Ja, wir müssen mal schauen, wie sich deine Legung jetzt entwickelt, lieber Steinbock. Okay, jetzt würde ich sagen, beginne ich mit der Karte, die jetzt oder mit den Karten, die jetzt rausgefallen sind. Ich beginne mit der ersten und da haben wir für dich, das ist der Teufel. Davon mal abgesehen, lieber Steinbock, dass es deine Energie ist. Okay, eins nach dem anderen. Ich spüre jetzt hier auf jeden Fall mehrere Botschaften. Also zum einen, dadurch, dass es deine Karte ist, lieber Steinbock, habe ich den Eindruck, dass du dich jetzt vermehrt im Januar an erster Stelle setzen sollst. Ja? Wie ich das vorhin schon gesagt habe, bevor ich mit den Karten jetzt hier begonnen habe, habe ich bei dir das Gefühl, du brauchst Ruhe. Du brauchst Ruhe, du brauchst einen Rückzug, du brauchst mehr Zeit für dich, um auch wieder mehr in die Stille zu kommen. Vielleicht hast du viel gearbeitet, du warst eventuell sehr gestresst oder auch, ja, hast sehr, sehr viele Informationen aufgenommen. Alles war sehr, sehr laut immer um dich herum. Vielleicht jetzt allgemein jetzt auch im Dezember, um die Weihnachtsfeiertage, ne, wie zum Beispiel auch gedanklich, dass du sehr, sehr viele Gedanken dir gemacht hast um etwas. Deswegen sagt mir hier der Teufel, was ja deine Energie ist, dass du dich jetzt vermehrt mehr auch um dich kümmern sollst, auf deine Energie achten sollst. Ne? Ja, des Weiteren, der Teufel steht ebenfalls auch für Abhängigkeiten, für Süchte und zeigt dir, wo du noch nicht frei bist, wo es noch Schattenanteile gibt, die man sich hier anschauen darf. Ja? Und das Ganze kann durchaus etwas zu tun haben mit dem Thema Selbstwert, das Zuhause, die Familie. Ja, bei einigen von euch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt hier auf jeden Fall bei einigen von euch Energievampire innerhalb der Familie. Vielleicht auch im Job, das kann es bedeuten, oder mit den Personen, mit denen du zusammenlebst, das ist durchaus auch möglich. Aber hier ist irgendetwas eventuelles Toxisches in der Familie. Und deswegen sagt dir hier die Königin der Schwerter, es ist Zeit, dich in gewisser Weise abzugrenzen. Es ist Zeit, das aus deinem Leben zu entfernen. Ja? Ich sage nicht unbedingt, dass du dich jetzt von Familienmitgliedern trennen sollst oder den Kontakt abbrechen sollst. Ich habe hier vermehrt das Gefühl, dass es für dich darum geht, Grenzen zu setzen. Na, wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie sie es entwickelt. Aber der Teufel steht, wie gesagt, schon für Süchte, für Abhängigkeiten, zeigt dir, wo du noch nicht wirklich frei bist. Vielleicht gibt es gewisse Überzeugungen oder Denkweisen, Verhaltensmuster, mit denen du aufgewachsen bist, von denen du dich jetzt vermehrt befreien sollst im Januar. Okay? Wir gucken mal weiter. Was haben wir hier für dich? Das ist der Mond. Bei dem Mond geht es hier um Unsicherheiten bzw. um Ängste. Es kann bedeuten, dass du hier gewisse Ängste hast. Vielleicht gewisse Sicherheitsängste. Ja? Verlustängste, Sicherheitsängste. Vielleicht hast du Angst davor, dass Familienmitgliedern irgendetwas geschehen könnte. Das habe ich jetzt hier bei einigen von euch. Der Mond, wie gesagt, steht ebenfalls auch für
Na, nicht wie gesagt, das sage ich dir jetzt. Der Mond steht ebenfalls auch für intuitive Erkenntnisse. Es kann auch bedeuten, dass du jetzt hier gewisse Erkenntnisse bekommst oder beziehungsweise, dass du jetzt sehr, sehr stark auf deine Intuition hören sollst in Bezug auf diese Themen, in Bezug auf das Thema, was sich jetzt hier bei dir zeigt, ein Familienthema mit hoher Wahrscheinlichkeit, okay? Aber ebenfalls auch so diesen, ja, dieses eventuelle zu starke Bedürfnis nach Sicherheit. Es kann ebenfalls bedeuten, lieber Steinbock, dass du im Januar sehr, sehr nach außen ausgerichtet bist, dass du vermehrt nach außen schaust, ja, dass du Angst davor hast, etwas Materielles zu verlieren, dein Zuhause zu verlieren, ne? Vielleicht hast du jetzt größere Ausgaben im Januar oder gehabt jetzt um die Weihnachtsfeiertage, ne? Das ist jetzt hier ebenfalls auch möglich. Aber hier habe ich das Gefühl, hier spielen in gewisser Weise Ängste eine Rolle. Und mit dem Teufel kann es bedeuten, lieber Steinbock, dass hier einige von euch, dass ihr zu sehr auf das Materielle schaut, ne? Zu sehr auf Sicherheit, zu sehr auf das Außen. Ne, das ist hier durchaus auch möglich. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Was haben wir hier? Das ist der König der Kelche. Du kannst es hier mit einem Gegenüber zu tun haben. Eindeutig. Der König der Kelche, muss ich sagen, repräsentiert für mich oftmals einen Herzensmensch. Jemand, der dir wirklich sehr, sehr nah am Herzen liegt. Jemand, den du gerne hast. Jemand, den du liebst. Ne? Und dieser hier ist in gewisser Weise schon gespiegelt auf den Teufel. Also ist es entweder so, dass es gewisse Schattenanteile gibt, etwas, ja, unerlöste Themen in Bezug auf diese Person. Das kann Mutter sein, das kann Vater sein, ältere Schwester, ältere Bruder sozusagen. Das ist hier durchaus möglich, ne? Aber es scheint hier wirklich ein Thema zu geben mit einem Gegenüber. Oder aber, lieber Steinbock, dein Gegenüber hier hat in gewisser Weise selbst ein paar Probleme. Gewisse Süchte, gewisse Abhängigkeiten. Jemanden fällt es eventuell sogar auch schwer loszulassen, diesem Gegenüber. Ne? Und in gewisser Weise habe ich den Eindruck, dass sich das beeinflusst. Ich habe das Gefühl, irgendwelche Familienanteile, Familienthemen beeinflussen dich und das nicht unbedingt positiv. Okay? Wie gesagt, das kann jemand aus deiner Familie sein, das kann jemand aus deinem Zuhause sein. Vielleicht auch Partner, Partnerin, Ex-Partner, Ex-Partnerin, das weißt du jetzt am besten. Grundsätzlich kann man hier sagen, dass der König der Kelche jemand ist, der ist gefühlvoll. Ne? Der ist gefühlvoll, der meint es gut, der sorgt sich auch um andere, der will, dass es anderen gut geht auf jeden Fall. Ne? Und mit so jemandem könntest du es hier eventuell wirklich zu tun haben. Eventuell auch sogar mit jemandem, der in gewisser Weise Gefühle nicht wirklich zeigen kann. Wenn ich dir jetzt Sternzeichen sagen müsste, mit dem Mond haben wir hier sehr, sehr starken Fische und auch Krebseinfluss. Vielleicht hast du es mit solchen Energien zu tun oder aber vielleicht auch mit dem anderen Steinbock. Das ist ja durchaus möglich. Ne? Wir gucken mal weiter, Steinbock. Was haben wir jetzt hier für dich? Sechster Kelche. Warum wundert mich das nicht? Sechster Kelche ist Skorpionenergie. Vielleicht hast du Skorpionanteil oder du hast mit einem Skorpion zu tun. Das kann jetzt hier der Fall sein. Sechster Kelche sind Ereignisse aus der Vergangenheit oder aus der Kindheit. Wir haben jetzt hier also ein Thema, was sich im Januar zeigt für dich. Das hat etwas zu tun mit Ängsten und Unsicherheiten, wo es auch eventuell um das Thema Selbstliebe, Selbstwert geht, sehr, sehr stark bei dir, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dein Selbstwert aufgrund von vergangenen Ereignissen in gewisser Weise drunter gelitten hat, ja? Okay, das sind jetzt Botschaften, die, ja, die sind ein bisschen krasser. Ich meine das aber um Gottes Willen nicht böse, ja? Lieber Steinbock, also bitte, okay, hab Erbarmen mit mir. Aber hier sieht man auf jeden Fall ein Thema aus der Vergangenheit. Also hier kann es bedeuten, vielleicht auch, dass jemand aus der Vergangenheit auf dich zukommt. Das ist durchaus möglich. Oder aber ein Thema wird hier aktiv, lieber Steinbock, und zeigt dir, wo du noch nicht frei bist, was gelöst werden darf, wo du abhängig bist, wo du eventuell bisher nicht loslassen kannst. Ja? Oder aber es ist hier durchaus wirklich ein Mensch, der in gewisser Weise schon nicht, der auf jeden Fall nicht gut tut. Ne? Aber auf jeden Fall sehen wir hier Ängste und Unsicherheiten, was mit der Vergangenheit in gewisser Weise zu tun hat, die dir hier auf jeden Fall nochmal gezeigt werden. Schattenanteile. Schattenanteile, die geheilt werden dürfen. Was haben wir hier? Sechs der Münzen. Die Sechs der Münzen stehen auf jeden Fall für Unterstützung. Sie stehen für, ja, Unterstützung, das Geben und Nehmen im Gleichgewicht. Jetzt hier auch in der Spiegelung zum Teufel. Kann es jetzt hier ebenfalls bedeuten, dass du jetzt vermehrt darauf achten sollst, lieber Steinbock, wo du investierst oder wen du deine Zeit und Energie schenkst, sozusagen.
Na, pass ja so ein bisschen auch von Menschen auf, die das für selbstverständlich nehmen, die dich eventuell für selbstverständlich nehmen. Mit den 6 der Münzen kann es lediglich auch bedeuten, dass du in dieser Angelegenheit Hilfe und Unterstützung auch bekommst. Vielleicht auch finanzielle Unterstützung. Auch das hier ist durchaus möglich. Ne? Von eventuell einem Familienmitglied, der dir hier auf jeden Fall helfen kann, von deinem Partner, der dir hier finanziell vielleicht auch irgendwie helfen kann. Oder aber du hilfst jemanden aus, ne, der vielleicht momentan nicht weiterkommt, der vielleicht auch deine Hilfe braucht, lieber Steinbock. Auch das hier ist durchaus möglich. Aber was ich jetzt hier wirklich habe, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, das ist ja ein Familienthema. Etwas aus deiner Kindheit, aus deiner Vergangenheit hat zu tun mit Ängsten und Unsicherheiten, die hier noch einmal sich zeigen. Etwas, was hier was gesehen und was erlöst werden darf. Hier zeigt sich etwas, wo du nicht frei bist, wo du das Gefühl hast, okay, warum kann ich mich davon nicht befreien? Was ist da los mit mir? Warum habe ich diese inneren Konflikte? Warum zeigt sich dieses Thema andauernd? Na, hier darf etwas angeschaut werden und das Ganze darf in die Tiefe gehen, lieber Steinbock. Ja? Okay. Also was ich hier sehe, lieber Steinbock, einige von euch, ihr wart in der Kindheit sehr, sehr schüchtern. Sehr schüchtern, sehr nach innen gekehrt, ängstlich, das nehme ich hier wahr. Einige von euch in der Kindheit, ihr wart sehr, sehr ängstlich, sehr unsicher, sehr feinfühlig, hochsensitiv. Alles klar. Folgendes, Steinbock. Ich glaube, das ist jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass ich dir das jetzt sage. Viele von euch mit dieser Legung, ihr seid unglaublich feinfühlig. Sehr, sehr sensitiv. Und ich habe den Eindruck, eben weil wir hier ein Gegenüber haben, dass du die Energien von diesem Gegenüber verschärft wahrnimmst. Ja? Wo es darum geht, mit der Königin der Schwerter dich davon wirklich abzugrenzen. Okay? Das wird ja ein wichtiges Thema sein. Und Steinbock, ich bekomme für dich rein. Triff Entscheidungen, die sich für dich gut anfühlen. Du darfst damit beginnen, dich an erster Stelle zu setzen. Ja? Erst du und dann alle anderen, lieber Steinbock. Du hast jetzt hier vermehrt, auch in deinem Reading, vermehrt die Zahl 6. Hier 6, 6 der Kelche, 6 der Münzen und der Teufel 1 und 5 ist ebenfalls eine weitere 6. Also die Zahl 6 könnte jetzt im Januar für dich eine wichtige Rolle spielen. Ja? Bei der Zahl 6 geht es in gewisser Weise um die Liebenden, also Herzensentscheidungen. Ne? Das tun, was sich für dich gut anfühlt. Auf die Intuition hören, intuitive Herzensentscheidungen treffen, auf jeden Fall. Aber die Zahl 6 sagt dir ebenfalls auch, ja, dass eine Zeit der Fülle auf dich zukommt, das zum anderen. Aber ebenfalls sagt die Zahl 6, dass du etwas tun sollst, um deine Gedanken, um dich wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Ja? Also kann es durchaus sein, dass du das Gefühl hast, okay, ich brauche mehr Balance, ich muss mich mehr oder ein bisschen ausgeglichener fühlen. Hier, 6 der Münzen. Okay? Achte hier also wirklich ganz, ganz stark jetzt im Januar auf das ausgewogene Verhältnis zwischen Geben und Empfangen, lieber Steinbock. Okay? So, Steinbock, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Stargazing Oracle. Dazu gibt es jetzt keine Verpackung, das gab es in so einem Säckchen mit. Findest du, falls dich interessiert, auf Etsy.com. Es kann sein, lieber Steinbock, dass du etwas von deinen Eltern übernommen hast. Irgendwelche Ängste, irgendwelche Unsicherheiten. Dass deine Eltern natürlich unabsichtlich, ne, dass entweder deine Mutter oder dein Vater, dass sie das irgendwie auf dich übertragen haben. Und dieses Thema wird hier aktiv. Dieses Thema wird sich hier gezeigt. Ja? Und ich sage es nochmal, für viele von euch wird es wichtig, lerne Nein zu sagen. Lerne dich an erster Stelle zu setzen. Auch wenn es eventuell anderen nicht gefällt. Aber es geht jetzt wirklich sehr, sehr stark für dich darum, lieber Steinbock, dass du für dich selber einstehst. Okay? Ja, und wie gesagt, viele von euch, ihr seid hier wirklich sehr, sehr feinfühlig. Sehr, sehr, beinahe sogar empathisch. Aber man sagt ja auch, Empathen hängen in gewisser Weise in der Kindheit fest. Ja, und das sieht man hier. Es gibt hier also gewisse traumatische Ereignisse, die hier geschehen sind, an die du noch einmal erinnert wirst, die aufgelöst werden möchten, lieber Steinbock. Okay, das ist jetzt sehr, sehr stark zu sehen. Okay, Steinbock, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Bitte weitere Einsichten hätte ich jetzt ganz gern für die Steinböcke jetzt im Januar. Weitere Einflüsse, weitere Botschaften jetzt.
für die Steinböcke im Januar. Weitere Einsichten. Einige von euch, ja, ihr arbeitet auch sehr, sehr viel, ne? Steinbock, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, bitte weitere Einsichten. Weitere Botschaften, bitte, Steinbock, Januar. Nee, euch nehme ich mal zurück. Weitere Einsichten jetzt bitte für die Steinböcke jetzt im Monat Januar. Steinbock. Noch eine Karte bitte für die Steinböcke. Okay, sehr schön. Okay, gut. Ich muss jetzt mit den Karten beginnen, die ich schon gesehen habe, lieber Steinbock. Und ich fange mit dieser an. Da haben wir für dich als erstes die Konjunktion. Bei der Konjunktion geht es immer um ein Zusammenspiel von Energien. Ne? Also zum einen kann es jetzt hier wirklich bedeuten, dass du beginnst, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dass es hier um eine bestimmte Verbindung geht. Ne? Also dass du jetzt hier wirklich beginnst, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der sich hier in diesem Bereich wirklich auskennt, der dich hier auf jeden Fall in deiner Situation schon unterstützen kann. Ja, das ist, Konjunktion ist eine Energie, da geht es wirklich auch um deinen Fokus, kristallklarer Fokus. Es ist eine Energie, die ist auch eine sehr, das ist eine kraftvolle Energie. Das ist eine Energie, die dich in gewisser Weise stärkt. Ja, wo ich also wiederum das Gefühl habe für dich, lieber Steinbock, dass du jetzt im Januar vermehrt darauf achtest, okay, was stärkt dich? Was ist es, was dich stärkt und was ist es, was dir Energie zieht? Okay. Wie ich schon gesagt habe, es muss nicht unbedingt immer um Ereignisse aus der Vergangenheit gehen. Ja, bei vielen von euch schon. Aber vor allem geht es hier auch um Dinge, die dich runterziehen. Toxische Substanzen, betäubende Substanzen. Etwas, was süchtig macht sozusagen. Ne? Social Media oder zu viel Zucker oder Fastfood. Irgendetwas, was deine Energie wirklich runterzieht. Ne? Also hier darf man sich in gewisser Weise schon so ein bisschen davon befreien. Ja? Okay. Dann, genau, diese Karte habe ich gesehen. Da haben wir jetzt hier für dich The Gibbous Moon. Es geht ja darum, dass du sehr, sehr nah dran bist, dein Ziel zu erreichen. Ja, das ist jetzt hier sozusagen für dich die letzte Phase vor der Vollendung, wo ich wiederum das Gefühl habe, ja, zum einen glaube ich, du hast es hier auf jeden Fall fast geschafft. Ja, des Weiteren, lieber Steinbock, habe ich das Gefühl bei einigen von euch, das kann jetzt wenige von euch betreffen, aber dennoch spüre ich es, dass euer Augenmerk im Januar vermehrt auf die Familie gerichtet ist. Ja, dass du dich zu sehr auf das Thema Familie und diese Angelegenheiten, ja, dass du dich zu sehr darauf fokussierst oder versteifst. Ja, das nehme ich ja ebenfalls auch sehr, sehr stark wahr bei dir. Okay, die Karte habe ich auch schon gesehen, das ist Merkur. Bei Merkur geht es um Kommunikation, Schreiben, Nachrichten. Vielleicht geht es ja aber auch um Neuigkeiten, das ist durchaus möglich. Aber dennoch habe ich hier das Gefühl, dass es bei einigen von euch durchaus einen Kontakt gibt, der dich in gewisser Weise stärkt, der dir dabei helfen kann, dieses Ziel oder dein Ziel, dein persönliches Ziel hier wirklich zu erreichen. Des Weiteren habe ich auch das Gefühl, dass du jetzt immer mehr in deinen Geist investierst, also sprich, dass du etwas lernst. Ja, vielleicht ist es da etwas, was dich wirklich, was deine Leidenschaft erweckt. Vielleicht ist es so, dass du wirklich etwas Neues lernen möchtest. Vielleicht ist es so oder geht es darum, dass du ebenfalls auch neue Ideen umsetzt. Ne? Okay, lass mal weiterschauen, Steinbock. Was haben wir hier für dich? Okay, hier wirst du darauf hingewiesen, auf die Führung deiner Seele zu hören. Das wird ganz, ganz wichtig für dich werden jetzt im Januar, dass du auf die Führung deiner Seele hörst. Du bekommst da also Ideen, du bekommst da Einsichten. Ja, höre da auf jeden Fall mal drauf, lieber Steinbock, okay? Weil wenn du mir jetzt hier zusiehst, wenn das zu 100% deine Legung ist, dann bist du durchaus sehr, sehr intuitiv, ja? Was haben wir hier für dich, lieber Steinbock? Das ist jetzt der Aszendent. Bei dem Aszendenten geht es auf jeden Fall natürlich um die Rolle, die du spielst, dein Aussehen, deine Attitude, deine Energie, aber ebenfalls auch so diese öffentliche Maske, die man sozusagen trägt. Das ist damit ebenfalls auch gemeint. Des Weiteren kann es jetzt auch bedeuten, dass du jetzt im Januar vermehrt auf dein Aussehen achtest, aber auch vermehrt auf das, was du sagst. Ich habe das Gefühl, du achtest vermehrt auf das, was du sagst.
Ja, und ebenfalls auch das, was du eben nicht sagst. Ne? Also so spüre ich das Ganze auch für dich. Lieber Steinbock, ich muss jetzt erstmal weitermachen mit dem nächsten Kartendeck für dich. Und ich verwende jetzt für dich, das ist das Gaia-Orakel. Vielleicht bekomme ich da jetzt noch weitere Hinweise für dich. Ja, also einige von euch, ihr legt vermehrt im Januar, vermehrt euren Fokus auf das Äußere, auf das Aussehen eventuell. Möglicherweise auch zu sehr, ja, den Fokus auf das Geld, auf das Finanzielle hier, ne? Das, was ich dir vorhin auch schon gesagt habe, das spüre ich auch. Es wird vermehrt auf das geschaut, was im Außen ist und nicht auf das, was dahinter ist. Also kann es auch bedeuten, lieber Steinbock, dass du im Moment nur das siehst, was du mit den physischen Augen sehen kannst. Ich habe das Gefühl, hier wird aber. Hier wird für dich gesagt, blicke hier ein bisschen tiefer, ne? Und sieh nicht nur das, was du sehen willst, sondern sieh nicht nur das, was du mit deinen physischen Augen sehen kannst, ne? Es geht ja darum, seinen Blick zu vertiefen, etwas tiefer zu schauen, etwas tiefer zu blicken in deiner Angelegenheit. Und nicht nur darum, an der Oberfläche zu kratzen. Einige von euch, ihr könntet das auch mit jemandem zu tun haben, der durchaus relativ oberflächlich ist. Okay, ich hätte jetzt ganz gerne bitte weitere Einsichten jetzt für die Steinböcker. Ja, also spüre bei dir auch sehr, sehr stark das Luftelement, ne? So wie, ja, es würde dir auf jeden Fall gut tun, wenn du vermehrt rausgehst, frische Luft schnappst, um deine Gedanken wieder zu klären hin und wieder, ja? Das nehme ich ganz, ganz stark wahr bei dir. Das Luftelement ist also im Januar für dich wichtig, Steinbock. Gut, ich hätte jetzt ganz gerne bitte weitere Einsichten jetzt für die Steinböcker. Jetzt im Monat, oh, jetzt fängt die gerade an, mein Ohr zu kribbeln. Vielleicht erhältst du wirklich irgendwelche Neuigkeiten. Achte mal vermehrt auf das, auch was unausgesprochen bleibt in Bezug auf dein Gegenüber, wenn du es hier mit jemandem zu tun hast, jetzt im Januar. Achte auf das, auf die Energien und nicht unbedingt so sehr auf das, was ausgesprochen ist. Ich habe auch das Gefühl, für viele von euch ist es auch wichtig, mal etwas mehr dem anderen zuzuhören, ja, und vor allem mal auch das zu hören, was unausgesprochen ist, weil die eigentliche Botschaft, die hier jemand verkünden möchte, ist nicht, ja, ist nicht immer unbedingt offenkundig, weißt du? Weitere Einsichten jetzt bitte für das Kollektiv der Steinböcker, jetzt im Monat Januar. Steinbock. Du lieber Gott, warte mal eben. Oh, das sind jetzt aber ein bisschen zu viele Karten. Ich muss die mal wieder zurücknehmen. Das waren jetzt hier viel zu viele. Das Ganze hätte ich ganz, ganz gern etwas genauer. Etwas genauer das Ganze bitte. Jetzt für die Steinböcke im Januar. Was kommt da noch? Okay. Weitere Einsichten bitte. Weitere Einsichten für die Steinböcker jetzt im Januar. Januar. Sehr schön. Ah ja, alles klar. Mit der fange ich jetzt auch gleich an. So, du kommst erstmal jetzt hier rüber. Die eine Karte Steinbock hebe ich mal eben ganz kurz auf. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Die kommt jetzt erstmal dahin. Okay, mit der fange ich an. Wir haben jetzt hier als erstes für dich die Karte Attachment. Also, diese Karte zeigt dir auf jeden Fall, dass es da etwas gibt, wo du, wie gesagt, noch nicht wirklich frei bist. Ähnlich hier wirklich zum Teufel, ne? Also, das ist jetzt hier wirklich eine wiederholende Botschaft in, ja, in gewisser Weise. Und wenn sich Botschaften oder Karten auch irgendwie wiederholen, dann wird das, was die Karten besagen, für dich auf jeden Fall eine große Bedeutung sein im Januar jetzt, ne? Also es geht hier um das Loslassen, es geht um Ängste und um Einschränkungen. Also, lieber Steinbock, was ist das, wo du dich nicht wirklich frei fühlst? Was ist das, was dich hier einschränkt? Was ist das, was dich wirklich einschränkt, lieber Steinbock?
Ja, hier geht es in gewisser Weise darum, dass das jetzt ab Januar wirklich losgelassen werden darf, ne? Und ich habe auch bei dir den Eindruck, dass du diesbezüglich da auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung bekommst. Das sehe ich mit den 6er Münzen, ja? Möglicherweise wirklich von jemandem, der sich wirklich in deiner Angelegenheit auskennt. Ein Coach, ein Therapeut, ne, so etwas in der Richtung. Oder ein Mentor, ein Berater. Okay. Was haben wir drunter für dich? Das ist, okay, hier geht es um, ja, schon wieder Ängste und Zweifel, ne? Also das ist wirklich eine Energie, wo man, ja, wirklich von Ängsten umgeben ist, von Zweifeln auch oder eventuell auch eine Art Verzweiflung, lieber Steinbock, ja? Das ist das, was ich hier auch sehr, sehr stark wahrnehme. Und mit dieser Karte spüre ich ebenfalls auch einen gewissen Druck. Ja, so ein, ja, man ist hier so eingeengt. Sie kauert hier so ein bisschen, ne? Also hier sieht man auf jeden Fall Dinge, die dich hier sehr, sehr stark beeinträchtigen, aber vor allem auch beschäftigen in allererster Linie. Ja, dieser ganzen Sache habe ich das Gefühl, wird hier auf jeden Fall auf den Grund gegangen, ne? Gut, ich mache jetzt mal weiter mit der hier. Dann haben wir für dich jetzt hier die Karte, die Perception, das ist die Sichtweise. Es geht hier um den Schleier der Illusion, also über den Schleier der Illusion, entschuldige. Also hier geht es darum, seine Sichtweise, sein Blickwinkel zu ändern und über den Schleier der Illusion hinaus zu blicken. Und auch die Mondenergie ist oftmals eine Energie, wo man Dinge nicht richtig einschätzen kann. Also lieber Steinbock, wie ich dir eben schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, in deiner Situation werden Dinge nicht richtig eingeschätzt, nicht richtig gesehen. Und das ist nämlich auch genau das, was ich dir gesagt habe, dass du da ein bisschen tiefer schauen sollst, ne? Oder gegebenenfalls jetzt auch beginnst, deine Situation anders einzuschätzen, ne? Dass du ebenfalls, ich habe das Gefühl, du bekommst auch einen klareren Blick in Bezug auf diese Angelegenheit. Ne? Vielleicht ist es auch so direkt, dass du herausfindest, was es damit alles auf sich hat. Das ist natürlich auch denkbar. Was haben wir hier? Ja, Yin Yang. Es geht hier also auch wieder darum, Harmonie zu erschaffen durch Balance. Ja, Balance. Das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Balance spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für dich im Januar. Ne? Weil die Zahl 6, ja, ist in gewisser Weise auch eine ausgeglichene, aber auch ebenfalls eine beruhigende Energie. Ne? Also kann es für dich jetzt auch bedeuten, lieber Steinbock, dass du jetzt im Januar irgendetwas tun darfst, um dich wieder ausgeglichener zu fühlen. Um, ja, um dich wieder harmonischer oder auch im Frieden mit dir selbst zu fühlen, sozusagen. Ne? Yin und Yang, das sind ja auch die männlichen und weiblichen Anteile. Diese dürfen ebenfalls auch natürlich in dir in ein Gleichgewicht gebracht werden. Okay? Was haben wir hier für dich? Ach, guck mal, Ganesha, Gott sei Dank. Also, das ist die Energie. Also, Ganesha steht für Schutz, für Führung und Clearing Away Obstacles heißt so etwas wie, es werden Hindernisse überwunden. Hindernisse werden beseitigt, Hindernisse werden geklärt. Also, ich habe das Gefühl, du besitzt auf jeden Fall die Stärke, dieses Hindernis zu überwinden. Das auf jeden Fall, du besitzt die Stärke, natürlich. Aber vor allem habe ich das Gefühl, bekommst du hier Führung. Du bekommst hier Führung, lieber Steinbock. Du wirst geführt, wenn es wirklich darum geht, dieses Hindernis, diese Ängste, diese Einschränkungen zu überwinden. Achte auf diese Führung. Achte auf deine Eingebungen, die du bekommst. Ja? Kann natürlich jetzt, wie gesagt, auch bedeuten, dass es speziell jemand wirklich dabei helfen kann in dieser Thematik. Okay. So, lieber Steinbock, das vorletzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist jetzt für dich das Moonology Messages Orakel von Jasmine Boland. Schauen wir mal, was da jetzt für Botschaften für dich kommen. Ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr könntet jetzt auch vermehrt im Januar mit den Engeln arbeiten, mit der geistigen Welt, mit euren Schutzengeln. Das zum einen. Aber ich habe auch das Gefühl, ja, das Ganze, was ihr habt, das ist ein Familienthema. Hier ist eine Familienthematik bei euch, ne? Eindeutig. Und diese Karte hier sagt mir ebenfalls auch, dass du es hier fast geschafft hast. Ja? Du hast es hier fast geschafft, lieber Steinbock, diese Thematik zu bereinigen, zu heilen, zu überwinden. Okay? Es kann vielleicht auch bedeuten, dass dir ein bestimmter Schritt, eine bestimmte Entscheidung eventuell wirklich Angst macht. Ja? Aber da wird dir auf jeden Fall gesagt, du hast die Fähigkeit, das auf jeden Fall zu überwinden. Ne? Du überwindest das.
So, was sagt jetzt hier das Monology-Orakel? Steinbock. Bitte weitere Botschaften jetzt für Steinbock im Monat Januar. Bitte etwas genauer das Ganze. Nummer 1, ja, die war schon ziemlich genau. Noch eine Karte bitte. Eine Karte bitte noch für Steinbock. Okay, die und noch eine. Steinbock im Januar. Naja, das Ganze hier bitte mal etwas genauer. Die Karte muss bitte rausfallen. Ja, die. Alles klar, das gibt's ja wohl nicht, ne? Ey, ich schwöre dir. Ich bin froh, dass ich das Ganze hier wirklich live lege, ne? Dass du das wirklich alles miterlebst. Wir haben jetzt hier für dich ja, den kalten Mond sozusagen. Stell dich deinen Ängsten. Das wird auf dich zukommen, dass du im Januar dich einer bestimmten Angst stellen sollst. Und auch die Kombination Teufel und Mond sagt mir, ja, es gibt da Ängste, ne? Es geht ja darum, dass du dich gewissen Ängsten stellen darfst. Entweder der Angst oder die Angst vor einem bestimmten Schritt, vor einer bestimmten Entscheidung oder, wie gesagt, etwas aus deiner Vergangenheit, was dich in gewisser Weise immer noch beeinträchtigt. Ja? Also hier, stell dich deinen Ängsten. Da ist nämlich auch dein größtes Potenzial, lieber Steinbock. Ne? Nur mal so nebenbei. Okay, was haben wir drunter für dich? Ja, das gibt's ja wohl nicht. Du hast jetzt hier direkt den Mondstein. Und der Mondstein, bevor ich jetzt darauf eingehe, sag ich dir erstmal, wofür der Mondstein steht. Also du könntest jetzt vermehrt, wenn du das möchtest, mit einem Mondstein arbeiten. Der Mondstein ist natürlich steht wirklich für das Weibliche, ne, für die feminine Energie. Und hilft dir übrigens auch dabei, dein Sakralchakra zu reinigen. Vielleicht hast du vermehrt ebenfalls auch Schmerzen im Unterbauch. Das kann es bedeuten, dass dich da irgendetwas so stark beeinträchtigt, dass du das auch körperlich merkst, ne? Wenn du also körperliche Symptome hast, dann bitte geh zum Arzt, nur mal so nebenbei, ne? Aber hier, der Mondstein steht ebenfalls auch dafür, höre auf deine Intuition. Du bekommst wahrscheinlich auch viele Botschaften oder einige Botschaften über deine Träume. Auch das ist durchaus möglich, ne? Also hier starke Intuition, aber hier wird gesagt, geh hier etwas langsam an, mach langsamer, ja? Ich habe dir gesagt, ganz am Anfang, bevor ich die Karten gelegt habe, ich spüre bei dir, der Januar ist ein Monat der Ruhe. Ja. So, was haben wir hier? Ah, das ist das. Das ist genau das, was ich bei dir auch gesehen habe. Also ich habe den Eindruck, warte mal, die lege ich mal hier oben hin. Bei dir habe ich wirklich das Gefühl, es kommt eine Zeit der Fülle auf dich zu. Na, zum Beispiel, dass du jetzt vielleicht mehr Geld verdienst oder dass du eine höhere Summe Geld bekommst. Aber generell, ich habe das Gefühl, Steinbock, weil ich ja wirklich Unsicherheiten wahrnehme, hat was zu tun mit deiner Vergangenheit. Wie ich dir vorhin gesagt habe, du jetzt hier mit dieser Legung, du warst in der Vergangenheit oder in der Kindheit sehr, sehr ängstlich, eventuell hin und wieder auch sehr schüchtern, eingeschüchtert. Na? Das nehme ich hier wirklich wahr bei vielen von euch. Und verängstigt und auch wenig Selbstwert. Na? Und diese Karte verrät mir, dass du jetzt in diese Energie kommst, dass du darauf ausgerichtet wirst, in die Energie von, ich verdiene das Beste, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich bin es wert, gut behandelt zu werden. Ja, also hier sehe ich bei dir schon eine Wandlung. Aber erstmal geht es hier wirklich darum, dich deinen Ängsten zu stellen. Vielleicht macht es dir auch Angst, mehr Geld zu verlangen für das, was du leistest. Das ist durchaus auch möglich, ne? Was haben wir hier? Fokus. Das Thema Fokus ist bei dir ein ganz, ganz wichtiges Thema im Januar. Weil du hast jetzt hier 1, 2, 3 Karten, mindestens 3 Karten, die jetzt auf den Fokus hindeuten. Also, lieber Steinbock, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du dich wirklich vermehrt fokussierst auf deine Ängste, auf das, was damals geschehen ist. Ne? Du fokussierst dich möglicherweise viel zu sehr auf das, was du befürchtest und nicht zu sehr auf das, was du möchtest. Ja, ich habe das Gefühl, dein Fokus darf sich ändern. Der darf sich wandeln. Und zwar, dass du beginnst, deinen Fokus auf Fülle zu richten. Ja, das nehme ich hier ebenfalls auch wahr. So, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende. Da muss ich mal in mich hineinspüren. Ja, ich nehme jetzt das hier. Das ist das Zauber der Meerjungfrauen und Delfine von Doreen Virtue.
So, was sind jetzt hier die Abschlussbotschaften? Was sind die Abschlussbotschaften? Ja, hier kommt ein Thema, ne? Wenn es sich zeigt, lieber Steinbock, verdränge es nicht, lenk dich nicht länger ab, sondern stelle dich dem, was dich hier beeinträchtigt, was dir Angst macht, okay? So, also, was sind jetzt hier die Botschaften für die Steinböcker im Januar? Weitere Botschaften bitte. Weitere Botschaften für die Steinböcker im Januar. So, eine bitte noch. Noch eine Karte jetzt für Steinbock im Januar. Noch eine Energie bitte. Eine Energie. Okay, die eine muss ich mal eben aufheben. Mit der muss ich jetzt anfangen. Also, du hast jetzt hier zu Beginn die Karte Schutz. Der Himmel schützt dich, deine Lieben und dein Eigentum. Also, ja, wie ich das eben schon gesagt habe, einige von euch, ihr habt hier wirklich Verlustängste. Na, das hat auf jeden Fall etwas mit deiner Kindheit zu tun, mit einem traumatischen Ereignis vielleicht. Oder aber, das hat gar nicht direkt etwas mit dir zu tun, sondern dass die Ängste deiner Eltern und die Unsicherheiten deiner Eltern, Mutter oder Vater, dass die sich auf dich übertragen haben. Ja, also das ist das, was ich in gewisser Weise auch spüre bei einigen von euch. Aber hier wird gesagt, hey, du bist beschützt. Ja, dir passiert hier absolut nichts. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich schon in früheren Readings für euch die Energie des Sterns immer oft gesehen habe, ne? Also aus dem Tarot. Und der Stern ist die höchste Schutzkarte im Tarot. Und die sagt dir, hey, es wird alles gut. Hab hier kein, hab mehr Vertrauen. Es gibt allen Grund zur Zuversicht, lieber Steinbock, okay? Ja, das ist eine schwierige Phase, aber das schaffst du. Ne? Drunter haben wir für dich die Karte, vereinfache dein Leben. Ja, entferne alles Überflüssige aus deinem Leben und bringe deine Aktivitäten in ein Gleichgewicht. Aha, kann natürlich auch bedeuten, dass du in der letzten Zeit viel zu viel gearbeitet hast und dass du jetzt das Bedürfnis hast, dich mehr um deine Familie zu kümmern, vielleicht auch wieder mehr mit Freunden rauszugehen. Ne? Oder aber du hast deinen Fokus in der letzten Zeit zu sehr auf deine Ängste gerichtet, auf dieses Familienthema, auf einen Streit. Ne, und deswegen hier bringe deine Aktivität in ein Gleichgewicht. Konzentriere dich auf das, was dir Freude bereitet, auf das, was du erreichen möchtest. Ja? Aber hier wird ebenfalls auch gesagt, mach es dir ein bisschen einfacher. Slow it down, gönn dir Ruhe. Okay? Ich mache mal weiter mit der hier. Pass auf. Achte auf auf sich wiederholende Zeichen und deine innere Führung. Darin können wertvolle Hinweise stecken. Du bekommst hier Führung in Bezug auf eine Angelegenheit. Aber pass auf, diese Karte, ja, pass auf hier. Ja, diese Karte steht ja nicht nur dafür, dass du aufpassen sollst, sondern sie sagt, also dass du auf Zeichen achten sollst, sie sagt, dass du aufpassen sollst. Das heißt, es gibt hier ein Warnsignal. Diese Karte steht auch für ein Warnsignal. Du musst hier also in deiner Angelegenheit etwas aufpassen, auf deine Energie, auf dich. Ja, vielleicht auch Vorsicht vor einem bestimmten Menschen, das ist auch möglich. Okay, was haben wir hier für dich? Selbstständigkeit, du bist die geborene Unternehmerin, der geborene Unternehmer. Dein Unternehmen ist in magische Möglichkeiten gehüllt. Das Thema Selbstständigkeit, dein Beruf, deine Karriere, deine Berufung ist im Januar wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema. Des Weiteren wird dir vielleicht auch gesagt, dass du wirklich in der letzten Zeit zu viel gearbeitet hast. Deswegen gönnt ihr mal wieder ein bisschen Ruhe. Es kann ebenfalls auch sein, dass dir ein bestimmter Schritt Angst macht in Richtung Selbstständigkeit. Das spüre ich auch. Aber bei dieser Karte bekomme ich gerade rein, dass du, lieber Steinbock, jetzt auch beginnst, selbstständiger zu werden. Du übernimmst Verantwortung für dich. Das heißt, jetzt bitte nicht falsch verstehen, du wirst erwachsen. Das heißt, weil ich dir gesagt habe, hier ist ein Thema aus deiner Vergangenheit, was hier geklärt wird, was bereinigt werden darf. Weil es geht jetzt für dich darum, dass du dich weiterentwickelst. Okay? Und hier haben wir für dich Musik zur Manifestation. Um schnell zu manifestieren, denke an deinen Wunsch, während du singst, summst oder musizierst.
Ja, einige von euch, ihr habt vielleicht auch Talente zur Musik. Vielleicht bist du guter Sänger, gute Sängerin, du kannst ein Musikinstrument spielen. Aber hier habe ich das Gefühl, achte bitte auf Musik. Ich habe auch das Gefühl, dass du Zeichen bekommst über Songs, über Lieder. Also achte bitte mal auf die Songs, die dir immer und immer wieder im Radio begegnen. Ja, oder die dir zum Beispiel auch auf YouTube angezeigt werden. Ne, darin sind wichtige Hinweise auch enthalten. Deine Seele führt dich da quasi. Du bekommst da Hinweise. Ja? Und achte bitte vermehrt darauf und ignoriere das Ganze bitte nicht, lieber Steinbock. Ja? Also, lieber Steinbock, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz doll fürs Zusehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Januar und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Tschüss.